So, was ein Sattellift ist, wissen Sie vielleicht nicht, darum erklären wir es Ihnen. Das ist so ein Ding, ne? So, so ein Ding, das kommt dann daneben so rein und das ist vom Lenker aus, mit dem Hebel bedienbar. Ja, und höhenverstellbar. Also so, man kann beim Fahren hier so das dann hoch und runter lassen. Das ist normalerweise ein bisschen umständlich einzubauen, weil den Seilzug, den du da ja gerade in der Hand hast, muss ja dann verlegt werden hier durch das Rohr durch und kommt dann wieder hier raus und wieder irgendwo hin. Genau. Da muss man, das ist manchmal sehr umständlich. Aus dem Grund ist es phänomenal, dass mir dieses Teil an unserem Tauberrad Crossover FS ab Werk einbauen lassen können. Zu einem wirklich fairen Preis. Ja. Das ist toll. Die Jungs, die stehen da und schrauben an dem Ding rum und ob die jetzt die Züge mit neilich und gleichzeitig den noch mit neil dazu. Das ist wurscht. Das ist dann egal. Ja. So, wozu braucht man denn so etwas? Ganz einfach, wenn du jetzt, das haben wir ja gemerkt, wo wir jetzt die ersten Probefahrten und Testfahrten gemacht haben, ja. Man musste immer wieder den Sattel in der Höhe verändern, je nach Strecke. Richtig, genau, wenn man mal ein bisschen eine Treppe runter wollte oder wenn man ein bisschen mehr im Gelände ist. Man musste sich jetzt immer mühevoll einstellen und zwar hier über den Schnellspanner. Wenn man das Ganze jetzt mit dem Sattellift macht, ist es so, man hat einen Hebel hier oben am Lenker, wo man dann einfach drückt. Und dann geht man entweder schwupps runter oder man geht in eine gewisse Position hoch, wo man seine Beine haben will, den Beinwinkel. Und dann geht man auf den Knopf drauf und dann fährt er einfach auf den Hintern hoch. Und das ist es. Das ist das gleiche Prinzip ja. Wie ein Bürostuhl, das kennen Sie ja. Ja, und das können wir dann eben hier einbauen und ist im Grunde genommen, ich finde es klasse, ist total praktisch. Ist auch super. Ja, und du kannst ja leichter auf- und absteigen. So sieht's aus. Also viele unserer Kunden bestellen ihn immer gleich mit. Da hat man mal den einen aus Bayern, der unbedingt aufs Rad wollte, der so steife Knie hatte damals. Oh, der, ja, ja. Und der hat es gebraucht. Die Knie sind noch nicht besser, aber er fährt jetzt. Ja. Gut.